Also Digitalisierung ändert in sehr vielen Bereichen unser Leben. Also für uns aus der Bildungssicht sind insbesondere zwei Entwicklungen höchst erfreulich, dass zum einen die Kosten, zum Wissen zu speichern, immer geringer werden, zum anderen die Geschwindigkeit der Kommunikation und auch die Kosten der Kommunikation viel geringer werden. Also kann man sehen, dass einiges wirklich sehr gut zu unserem Wissenschaftsansatz passt, zum Beispiel das Teilen von Wissen. Andere Sachen natürlich wirklich althergebrachte Herangehensweise in Frage stellen. Auch hier ist eine relativ interessante Entwicklung. Also ich bin der Meinung, dass jetzt, wo wir Online-Quellen ausreichend haben, immer weniger die Notwendigkeit besteht, den Studenten Wissen zum Auswendiglernen zu geben. In der Tat ist, glaube ich, gerade in dieser Wissensexplosionswelt ganz zentral, was wir eigentlich uns auf die Fahne geschrieben haben, nämlich Wissenschaft. Also das Schaffen von Wissen. In meinen Augen ist es halt noch wichtiger, da die Studenten zu befähigen, und das braucht seine Zeit, wirklich eigen zu denken. Und ich muss ehrlich sagen, kritisch betrachtet laufen einige Entwicklungen der immer stärkeren Verschulung und Verkürzung von Studienzeiten genau diesem erfolgreichen Wissenschaftsansatz zuwider. Naja, also das mag vielleicht ein bisschen überraschend sein, aber aus Sicht der Informatik ist es so, dass, sagen wir mal, sehr alte Eigenschaften der Wissenschaft, zum Beispiel das Forschen ohne Zielrichtung, sich als sehr erfolgreich erwiesen haben. Da kann man zurückgehen bis Humboldt, der gemeint hat, dass zweckfreie Wissenschaft die beste ist. Ich finde, sogar ein noch plastischeres Beispiel ist, dass als Nebenprodukt vom CERN, einem europäischen Institut, das sich wirklich mit Grundlagenforschung befasst, also wirklich fast gezielt davon ausgeht, nicht anwendungsorientiert zu schaffen, als Nebenprodukt mit dem WWW und dem Cloud Computing zwei der wichtigsten Technologien entwickelt hat. Also man kann sagen, Grundlagenforschung, theoretische Forschung scheint das Praktischste zu sein, was man tun kann. Interessant ist, wenn man sich zum Beispiel jetzt anguckt, dass innerhalb der Hackerethik vor Jahren oder vor Jahrzehnten eigentlich die Forderung war, dass alle Daten frei sein sollten. In der jetzigen Entwicklung ist innerhalb der letzten Jahrzehnten, insbesondere beim Chaos Computer Club, eine Diskussion gelaufen, die, und da versucht die Szene auch sehr kurz zu sein, eigentlich zu den zwei Worten geführt hat, private Daten schützen, öffentliche nutzen. Und manchmal ist es überraschend, dass so kurze Stellungnahme doch ungeheuer hilfreich sein können. Also zum einen müssen natürlich die Menschen befähigt werden, mit ihren Daten sicher umzugehen. Also wir sehen immer, dass einige Herausforderungssysteme sicher zu gestalten wirklich jetzt auch für den Normalbürger relativ zentral geworden sind. Auf der anderen Seite müssen wir wirklich in einer Welt, wo sich, sagen wir mal, die Übermachungsmöglichkeiten immer stärker ausbringen, wirklich überlegen, in welcher Art der Gesellschaft wollen wir leben. Wir konkurrieren da durchaus mit Systemen, die die Privatsphäre und die Freiheit der Individuen sehr gering schätzen. Also als Informatiker muss ich sagen, manchmal erschrickt mich wirklich, welche Auswirkungen unsere Forschungsresultate haben. Und insofern plädiere ich auf der einen Seite wirklich dazu, Wissenschaft als Wissenschaft, also Schaffen von Wissen, also nicht nach einer peinlichen Berufs- oder Wissensorientierung im Sinne von auswendig lernbarem Wissen zu sagen. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass Wissenschaftler durchaus sehr kritisch reflektieren sollten, was für Techniken sie entwickeln. Und ich muss sagen, aus der Sicht der Informatik bin ich regelmäßig erschrocken, welche Auswirkungen, also erschrocken und teilweise auch erfreut, welche Auswirkungen unsere Entwicklungen haben.